So, das Scheißerl ist ja immer noch nicht geschlüpft. Was soll denn das? Mann. Oh. Es hat knack gemacht, genau nach der Pause. Yeah! Es hat eine Stunde gedauert, holy shit. Das braucht ja ewig, bis es schlüpft. Ich würde mich jetzt tatsächlich mal auf dem Weg zum End machen, um... Dings, die Dinger da mal ins Void zu ballern. Und um eventuell ein paar Waschbären zu finden unterwegs. Und der Bär klaut schon wieder Honig. Dein Glück. Ich bin schneller als du, Bär. So. Hast du Pech gehabt. Guck nochmal nach dem Scheißerle. Ich würde halt gern bei der Geburt dabei sein. Dieses Mal. Okay. Ich bin guter Dinge, dass wir zur Geburt zurück sind. Das war mit Stone Slabs. Aber nicht mit Holz. Ja. Oh, ich bin hier ein bisschen falsch. Okay. Natürlich. Oh, lass mich doch mal in Ruhe. Ich will nur das Essen haben. Nein! Das... Oh, das ist eine Eisentür! Alter, was ist denn hier für eine Versammlung? Nö, geh mal weg. Hier hinten war immer mein Weg. Fast mein Weg. Dann muss ich noch Crimson Mosquito fangen. Okay, das wird schwer werden. Da habe ich ja vorgestern im letzten Stream schon ewig lange gesucht in diesem Drecksbiom. Oh. Gib mal Schwimmboost. Nice. Au. Au. Die kommen nicht hinterher, scheiße. Was wollte ich jetzt? Ach so. Nee, da. Crimson Biom. Mit den Moskitos. Da habe ich das letzte Mal schon Ewigkeiten gesucht und keins gefunden. Ich bräuchte mindestens 3 von den Moskitos, damit ich diese Schwänze oder Stacheln oder was das auch immer ist, habe.
Oh Mann, das. Ja. Kann auch was werden. Ansonsten, wie gesagt, wenn das Projekt endet, schalten wir uns eh wieder alle in Krea. Und dann machen wir die Quest halt so fertig. Weil die Map dann auch wieder zerstört wird. Wie in jedem Projekt. Das ist bei mir gang und gäbe. So, sind wir gleich da. Ich habe doch einen Eimer dabei. Ich könnte mich doch... Ja, Wasser ist drin. Ist sehr nice. Müssen wir auf die unterste Ebene bauen? Ja, das ist so da, da, da. Wir versuchen es einmal, entweder es klappt oder es klappt nicht. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Falsche Abzweigung. Da lang. Und schwupp. Okay. Da sind wir. Hier. Haben wir genug Material. Mehr als genug. Muss man auf die Höhe achten, ne? Na, eins geht noch. Was? Hier kommen einfach Blobfische! Nein, hörst du? Nein! Was mache ich denn hier gerade? Geh mal da runter. Genau. Sehr schön. Ich bin auch mal voll. Alles klar, Justin. Schönen Abend noch. Eik vom Blobfisch erschlagen. Oh, das wäre so geil. Alter, hört mal auf. Komm zu mir. Yeah.
Nice, zwei Stück haben wir davon. Das hat geklappt, komischerweise. Schön. Dann können wir wenigstens das machen. Okay, die Dinge haben geklappt. Baby! Warte mal, was ist denn da drin? Elefant. Wie tame ich mir den jetzt? Komm mal her! Hallo? Du lässt dich nicht einfangen. Ja, aber ich war jetzt in der Nähe. Es müsste rein theoretisch geklappt haben. Wo ist denn das Buch der Tiere schon wieder hin? Can we braid with rotten flesh? Nein, ich habe alles verkauft. Darko, du musst jetzt rotten flesh haben. Wenn du keins hast, dann spawn ich bei dir irgendwas Großes, Böses. Mit Flügeln. Boah, sag mir bitte nicht, dass du alles vertradet hast. Bitte nicht. Danke, den Rest kriegst du wieder, Darko. Den Rest kriegst du wieder. Wo ist er denn? Hey, Scheißerle. Komm mal her. Hä? Ah, okay. Was war denn mit denen hier los? Warum machen die das? Wo bist du denn? Komm mal her. Komm mal her. Ganz viel Essen für dich. Warum? Guck mal da. Das ist genauso groß wie du. Wer hat groß? Gehörst auf jeden Fall mir, das ist nice. Aber ich kann auf die nicht reiten. Warum? Brauchst du einen Sattel? Also ich habe hier welche, das ist nicht so das Problem. Nein, mit dem nicht. Mit dem auch nicht. Nein. Vor allem, ich habe doch das Baby ausgebrütet und war in der Nähe. Warum hat das nicht gewertet? Boah, ich versteh diese Mod einfach nicht, ne? Einfangen kann ich ihn auch nicht mehr. Ich verstehe diese Mod nicht, ey. Und das Quest, die Quest sowieso nicht.
Wieso klappt die Hälfte der scheiß fucking Quests einfach nicht? Was soll denn das? Also der Mod-Entwickler ist... Der Modpack-Entwickler muss doch zu dämlich sein, da irgendwas in den Einstellungen vorzunehmen. Und ja, ich ziehe jetzt über den her, weil es kotzt mich an. Ich will das machen und ich kann's nicht. Weil... Ich hab's ausgebrütet. Ich hab 3 fucking Grizzlies gezippt. Ich bin auf diesen... Mann, jetzt mach das Questbuch auf. Ich bin auf diesen Ding geritten. Im Nether und in der Overworld. Nix passiert. Scheiß Schildkröten findet man nirgendwo. Und hier genauso. Was soll das sein? Da gibt's kein Rezept dazu. Sorry, aber ich bin gerade richtig angepisst deswegen. Dass die Quests einfach nicht funktionieren mit den Tieren. Sorry, ich bin echt richtig angepisst gerade. Das kann echt nicht sein. Warum steht hier hinten ein einzelner Baum? Ach, Darko. Kotzt mich halt richtig an, dass die nicht funktionieren. Und es gab auch kein Update oder so. Das hätte ich halt sofort auf den Server geschmissen. Boah, das ist meine gute Laune wieder flöten gegangen. Und weil ich mich aufrege, kriege ich Kopfschmerzen. Schön. Mann, 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 ey. Das kann halt echt nicht sein. So einen scheiß Dschungel soll man finden. Ja. Findet man ihn, spawnt keiner wegen den Städten. Und ja, ich habe die auf die Food-Klassen, die Spawnrate der Städte. Ich hätte es auch runterschrauben können. Aber trotzdem müsste der Dschungel hier irgendwann mal auftauchen. Und nicht erst nach 100.000 Blöcken. Warum hast du so eine riesen Penisnase? Ey, und Schinken, ne? Hör auf mich anzugreifen, du stirbst doch eh. Wenn nicht durch mein Schwert, dann durch diesen Dorn auf meiner Rüstung. Ach, Mann, ey. Dämlichen Schildkröten soll man in einem Sumpfbiom finden. Ich habe mehrere Sumpfbiome abgegrast. Ich habe nur Krokodile gefunden. Und ja, ihr könnt sagen, ich bin zu blöd, hier irgendwie das richtig zu machen. Ist mir Schnubbe. Könnt ihr von mir so gerne in die Kommentare schreiben. Da kriege ich schon wieder ein Grinsen im Gesicht. Einfach nur Abfuck. Weil bei Darko klappt es ja auch nicht. Und die Spawnrate der Komodo Dragon, dass sie respawnen, das ist genauso scheiße eingestellt. Hast du 4 in dem Biom, killst du die, kommt einfach keiner mehr wieder. Das ist voll Abfuck. Ich war jetzt eigentlich auf der Suche nach Waschbären. Jetzt bin ich schon wieder nach... Ach, Mann, ey. Okay. Mann, ey. Hä, hey, wo bist du hin? Und wie ist die Droprate der Komodo-Dinger da, die man. Der Giftbeutel.
Die ist genauso. Ich habe 7 Stück geklatscht, nicht ein einziges rausbekommen. Ich habe Looting 3 auf meinem Schwert. Boah, ich könnte mich gerade richtig in Rage reden. Einfach keins von den Viechern respawnt. Sag mal. Dann 100 Fliegen und 100 Krähen töten. Wow. Sorry, ich musste es einfach mal loswerden. Das Pack ist geil, ohne Frage. Es ist ein kleines Pack. Das ist auch was für PCs, die nicht so eine große Anforderung haben. Und es ist... Es sind leichte Mods. Für die, die das erste Mal ein Pack spielen wollen, kann ich halt das hier einfach nur empfehlen. Aber die Quests, das ist eine Qual. Das mit den Quests, ich weiß nicht. Und es soll noch mehr Quests dazukommen, ne? Das ist ja gerade mal erst rausgekommen, das Pack. Da sollen ja noch viel mehr Quests dazukommen. Da bin ich echt mal gespannt, wie die das machen wollen. Und wie groß das Pack dann wird. Ob es dann immer noch was für den kleinen PC ist oder nicht. Ich sag mal so, das nächste Pack, was ich und Darko spielen und eventuell noch eine dritte Person. Da sind wir noch am Hin- und Herschreiben. Das ist wieder eins, was für fortgeschrittenere PCs ist. Da brauchst du mindestens 8 GB RAM alleine für das Pack. So, ich habe damit ja keine Probleme. Ich habe mit Gaming-PC. Aber viele haben halt einfach nur, ne? Wie sagt man, Low-Gaming-PC? High-End kann sich halt heutzutage keiner leisten. Dank der ganzen Kacke, die hier momentan abläuft. Nee, du bleibst heute im Dings drin hier. Naja. Au. Waschbären, hallo? Oh, hier war ich noch gar nicht. Okay. Ich hätte vielleicht dahin gehen sollen, wo ich schon mal war. Difficulty 17. Ja, gut. Nein, warte mal. Ey, was machst du? So. Och, komm, Kinders. Da sehe ich noch eine Chest. Das heißt, rein theoretisch unten müsste keine sein, ist aber eine. Oh! So, mal ein bisschen was losgeworden hier. Musste auch mal sein. Und mich hat echt einiges an den Pack gestört. Alter, wieso ist hier überall Dreck drin in den Häusern? Okay.
Ach, hier hinten geht's so weiter. Passt ja. Ja, das Haus ist ganz verschwunden. Betten brauche ich zum Glück keine mehr. Ich gucke nur noch nach Kisten hier drin. Ah! Ja. Das ist auch verschwunden, das Haus. So, na dann. Waschbären. Wo seid ihr, Scheißalle? Ah, kommt schon wieder ein Wüstenbiom. Okay. Und es wird Nacht. Aber Ike hat ein Bett dabei. Ja. Schön. Das ist doch schön. So, hier müssten doch jetzt eigentlich Waschbären auftauchen. Kommt da. Wo ist das denn? Okay. Da ist nochmal so ein Komodo-Drachen-Spawn-Gebiet. Nice, nice. Was hat der denn hier gebaut? Die Villager bauen ja selber hier auch noch. Aber. Das? Okay. Schnell da hinten in die Häuser rein, wo es ganz dunkel wird. Da patchen einer. Na los, mach Tag. Okay, hat's draußen geknallt. Keine Ahnung, wer das war oder warum. Egal. Darüber wollte ich doch. Das ist eine Fliege. So, in der Hoffnung, dass hier nochmal ein paar Komodo-Warane gespawnt sind. Ah, das ist gar nicht so groß. Scheiße. Scheißen.
müsste jetzt lügen, wenn ich sage oder wüsste, dass die auch in der Stadt spawnen. Wenn das das Biom ist. Mann. Da hinten geht es tatsächlich noch weiter, okay. Da ist einer. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte den eigentlich mit dem Schwert tot kloppen. Ah. Okay, aber sie spawnen dann auch in der Stadt, wenn das das Biom ist. Cool, cool. Doofe Fliege, ey. Hast du mal Glück gehabt? Okay. Na dann, ihr kleinen Drachis, zeigt euch mal. Zeigt euch mal, wo seid ihr denn? Ach, hier natürlich wieder nix. Ah, da hinten geht's noch weiter. Da geht es ja noch weiter. Ah, da ist noch eine Fliege. Die sind gerade mal nebensächlich. Außer die fallen mir vor die Füße. Oh. Das wollte ich jetzt nicht so machen. Nichts gespawnt. Scheiße. Scheißen. Hier kommt wieder Lavendelbiom. Ach Mann, ey. Ich will halt nur einen einzigen Giftsack von den Tierchen haben. Mehr nicht. Nee, nichts. Nada, niente. Ja. Ach, 43 Stück haben wir schon. Aber das werde ich heute nicht mehr voll machen. Never ever. Ne. Nee, nee, heute nicht mehr.
Nee, nee, nee. Ich denke mal, ich werde den Stream dann auch gleich, wenn die Stunde rum ist, beenden. Zwei von zehn. Ich muss die töten. Tatsache. Ich muss Waschbären töten. Die Waschbär-Quest kriegen wir heute noch hin, würde ich sagen. Es sind nur noch sieben Stück. Oh, Entschuldigung. Ist kalt, kalt vor allem. Das ist gerade unentdecktes Gebiet für mich. Aber schön. Keine nervigen Häuser. Gar nichts. Schönes, sauberes Wasser. Ja, da kommen natürlich Häuser. Muss mal bei 4 sein. Jo. Wenn ich Brot in der Offhand halte, kommen sie doch sowieso angeschissen. Warum mache ich das nicht gleich so? Das war ein Satz mit X. Die müssen jetzt natürlich auch abhauen. Ach kommt, ey. Rotzi eingesammelt. Ja, ich bin ja, hab ja noch nichts aufgedeckt, deswegen leckt das auch ein bisschen rum. Aber es scheint sich gerade zu fangen, das ist gut. Waschbären. Die Quest wollte ich eigentlich machen. Da sind wieder welche. Alter, hier hat es aber gerade Waschbären geregnet. Drei Stück noch. Drei.
Drei Waschbären noch. Dann ist die Quest vorbei. Das gefällt mir. Aber wo gibt es hier noch Waschbären? Hey, kannst du mir helfen? Bei mir ist jeder Server auf Offline. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich bin schon seit 3 Wochen auf Microsoft gewechselt. Server starten? Einfach mal Server starten? In der Konsole? Weil die Server haben ja nichts mit Microsoft zu tun. Oder sind die Server an und die werden bei dir im Launcher offline angezeigt? Jeder Server, nicht nur meiner. Also werden die bei dir im Launcher als offline angezeigt? Bei mir werden die nämlich als online angezeigt. Und ich habe nur den Vanilla, den normalen Minecraft Vanilla Launcher geupdatet. Also noch über Windows gemacht. Kommst du überhaupt nicht drauf? Also wenn du die jetzt bei dir einschreibst, die IP und so weiter. Drauf wegen Zeitüberschreitung. Okay. Welche Version sind denn das? Also auf dem Server, welche Minecraft-Version? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht eine ältere Version ist und du auf einer neueren spielst. Aber da müsste dir das angezeigt werden. Ich habe bei mir ja euren Vanilla Launcher, euren Server drinne, dann den Eldercraft Server und noch 2 weitere, wo ich das gewechselt habe auf den Windows Minecraft Launcher. Also bei mir läuft alles. Hier werden die Server als offline angezeigt. Oh Gott. Puh. Du, da muss ich ehrlich sagen, ich bin gerade ehrlich überfragt. Hast du mal bei dir auf dem PC, warte mal, 1.18, wird ja nichts angezeigt. Ja, das bis heute lief bei mir auch alles. Ach, das ist erst seit heute.
Aber wenn du wegen Zeitüberschreitung gekickt wirst, dann... Naja, am Server denke ich mal nicht, dass es liegen wird. Und deine Internetverbindung müsste ja auch recht gut sein. Boah, ich muss ehrlich sagen, da bin ich gerade überfragt. Ich weiß, dass der neue Minecraft-Launcher über Windows die ein oder anderen Probleme noch hat. Aber dass du wegen Zeit, wenn die Server an sind, die gleiche Version und du kommst wegen Zeitüberschreitung nicht drauf. Entweder reagiert dann der Server zu langsam oder dein Launcher. Ja, versuch das mal mit dem Neustarten. Ansonsten kann ich dich maximal noch mal an Justin weiterleiten. Der kennt sich da ja ein bisschen besser aus als ich. No, alles klar. Oh, was ist das denn? Mangrovenroots. Da will ich da jetzt hier mal so einen Baum mitnehmen, tatsächlich. Das müsste doch Mangrove sein. Willow Lock. Nee, das will ich nicht. Oh, kann es etwa sein, dass in diesem Biom die Schnabberschildkröten spawnen? Das wäre jetzt natürlich richtig geil. Das wäre geil. Das ist ja halt auch so ein umgewandeltes Sumpfbiom. Oh, Entschuldigung. Da kommen nur Blubberbläschen. Würde ich halt sagen, ich müsste mich jetzt hier mal wirklich AFK hinstellen, in der Hoffnung, dass was spawnt. Aber wir sind bei 4 Stunden heute. Also bis jetzt. Ich höre halt Haufen Frösche hier. Unglaublich. Gut, dann mache ich ein kurzes Päuschen und bin gleich wieder da und dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht.